Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Corona zeigt Krallen. Sorglosigkeit wird bestraft, ebenso wie falsch verstandener Gruppendruck, den man zuweilen staunend erlebt. Also man schlägt über die Stränge, weil die Gruppe dies auch tut. Dabei hat der Infektionsherbst gerade erst begonnen. Ich bin nur Bürgermeister, kein Minister, kein Abgeordneter, kein Virologe, aber Rathauschef in einem Risikogebiet. Nah dran, sehr nah. Ich kann nur mahnen und warnen, wie ich dies seit Monaten tue und hoffe, dass dies gehört wird. Ich mahne und warne manchmal gegen erbitterte Gegenmeinungen von Menschen, die nicht verstanden haben, unter welchem Risiko wir in diesen pandemischen Zeiten leben. Jetzt sind wir offiziell Risikogebiet im Landkreis Neunkirchen und Illingen, vor wenigen Tagen noch Corona-frei, was vermutlich eine signifikante Fehleinschätzung war und uns selbst in einer gewissen Scheinsicherheit leben ließ. Illingen ist Hotspot im Risikogebiet. Die Gefahr, vor der wir immer gewarnt haben, ist nun real. Ich bedauere dies sehr und wünsche allen Erkrankten schnelle und vollständige Genesung. Es ist ein Wunsch, der von Herzen kommt und den ich auch im Namen vieler aus unserer Gemeinde ausspreche. Es geht mir um Offenheit im Umgang mit Covid-19, nicht um Schuldzuweisungen. Vielleicht hatten wir alle bisher auch ein bisschen Glück. Jetzt aber ist der Corona-Ernstfall da. Das ist keine Grippe, das ist eine heimtückische Krankheit. Sie kann harmlos vorübergehen, das gibt es oft, sie kann aber auch tödlich enden. Sie kann schwere Langzeitfolgen haben. Und sie kann alle Stufen dazwischen besetzen. Sie tarnt sich, sie greift uns da an, wo wir besonders verwundbar sind, an unseren inneren Organen. Sie legt uns im schlimmsten Fall aufs Kreuz. Knackige Sätze zu Beginn, zu schlagzeilenartig? Ich glaube nicht. Das ist eine notwendige Zustandsbeschreibung und eine Mahnung an alle, die leichtfertig sind, und auch eine Kampfansage an alle, die es an Einsicht fehlen lassen. Plötzlich Hotspot, obwohl wir nach menschlichem Ermessen vieles, wenn nicht fast alles, richtig gemacht haben. Wir haben die Regeln eingehalten, auch bei Veranstaltungen. Wir haben versucht, möglich zu machen, was möglich war. Wir können uns schützen, das wissen wir, aber wir können Corona derzeit nicht aus unserem Alltag verbannen. Wir werden es auch die nächsten Monate nicht tun können. Man muss Realist sein, wenn man Verantwortung trägt. Und ich bin Realist, ich bin auch ein bisschen Analytiker und Verwaltungspraktiker, also auch Exekutive. Das ist in solchen Fällen natürlich nicht schön, aber um Schönheit oder Bequemlichkeit oder Rücksichten auf Wähler- und Interessengruppen geht es nicht. Es geht um Artikel 2 des Grundgesetzes, Schutz von Leib und Leben. Deshalb will und muss ich Klartext reden. Kein Gott und keine Instanz anderer Religionen kann uns im Alltag vor Ansteckung schützen. Er ist für die Transzendenz zuständig, aber nicht für Infektionsschutz im Alltag. Das müssen wir schon selbst erledigen, mit Abstand und Masken und Hygieneregeln. Und wer krank ist, muss sich fernhalten von der Arbeit, von der Schule, von Kollegen, von Freunden, von Gottesdiensten, von Hochzeiten, von Trauerfeiern. Es kann da keinen falschen Stolz geben. Krank ist krank. Schützen Sie sich und andere und gehen Sie zum Arzt, wenn Sie Symptome haben. Dann gibt es noch die Feierabendoptimisten. Zu glauben, man könne mit Corona-Fastnacht oder Silvester oder Party feiern, ist irgendwie absurd und auch ein bisschen weltfremd. Wie soll denn phasend, ich sage das als Karnevalist, unter solchen Vorzeichen funktionieren? Mit Verlaub, das ist einfach Quatsch. Party und phasend sind leider momentan out. Ich bedauere dies auch. Aber die Zeiten sind andere, das Risiko ist schlicht zu groß. Corona ist tückisch,
Corona krallt sich fest in inneren Organen und verdrängt Eigensubstanz. Corona ist ein Virus. Dieses Virus hat nur ein Ziel, sich rasch zu vermehren. Drastisch gesagt, Corona interessiert sich nicht für Wirtschaft und Arbeitsplätze und Sportwettkämpfe oder Partyszene oder Kumpels. Corona bestraft, wer meint, unkaputtbar zu sein. Nicht immer, aber leider allzu oft. Manchmal sind die Betroffenen dann ganze Gruppen oder Gemeinschaften. Hotspot im Risikogebiet. Eine einzige Trauerfeier hat genügt. Da geht einer hin, der nicht hingehen sollte, weil er oder sie hustet oder Fieber hat und eigentlich ist es Corona. Und 10 Tage später haben 30 Menschen oder mehr Covid-19, die ihrerseits in ihrem Umfeld das Virus verbreiten. Dominoeffekt und unverantwortlich. Ich habe viel zu diesem Thema geschrieben, viele haben meine Wortmeldungen positiv aufgenommen, darüber habe ich mich sehr gefreut. Es gab natürlich auch eine nennenswerte Anzahl von Menschen, die anderer Meinung sind. Das ist Meinungsfreiheit und das gehört zur Demokratie. Aber diejenigen, die dachten, uns trifft es nicht, die sagten, lass Corona doch kommen, wir wollen leben, wir wollen frei sein, so wie immer, ohne Rücksicht auf Verluste. Die müssen auch wissen, dass sie sich und andere durch Leichtfertigkeit und Leichtsinn gefährden. Was sie machen, ist fahrlässig oder grob fahrlässig. Mein Appell an Sie, erkennt die Gefahren, haltet euch an Regeln, schützt euch und andere vor tückischen Gefahren. Nehmt die Maskenpflicht ernst, Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen und haltet die Hygieneregeln ein. Ich bitte euch inständig darum. Angst machen mir Maskenverweigerer, die Ideologen, die Verschwörungstheoretiker, die Lügenbolde. Die gefährden andere vorsätzlich. Das ist unentschuldbar. Ihnen gilt mein Appell, werden Sie bitte vernünftig. Sie können gegen jede Verordnung klagen. Das ist Rechtsstaat. Aber bis entschieden ist, haben Sie sich an die Regeln zu halten, die der Gesetzgeber aufstellt. Maskenverweigerer und Corona-Ideologen können nicht unsere Freunde sein. Wer die Gesundheit anderer durch Falschbehauptungen gefährdet, handelt unsozial und unsolidarisch. Als Bürgermeister aus einem Risikolandkreis und einer Hotspot-Gemeinde kann ich nicht um den heißen Brei reden. Corona ist zurück, Corona war nie weg, Corona breitet sich rasant aus und hat Folgen. Das muss jeder wissen. Es wird weitere Fälle geben. Es wird wohl auch schwierigere Fälle geben. Es wird wohl auch klinische Fälle geben. Und ich hoffe, dass es keine tödlichen Fälle geben wird. Damit dies nicht geschieht, müssen alle ihren Beitrag leisten. Darum bitte ich Sie ganz, ganz herzlich. Und noch einmal der Wunsch an alle, die erkrankt sind. Ich hoffe, Sie werden bald genesen, und zwar vollständig.